In einem Traum erschien dem Vater der Uitoto-Indianer ein schimmernder Nebelschleier. Moose und Flechten atmeten im Dunst, Winde, Vögel und Schlangen pfiffen. Der Vater vermochte, den Nebel einzufangen. Dann spuckte er mehrmals auf die Nebelerde. Aus der sprudelnden Gischt erhob sich der Urwald, breiteten die Bäume ihre mächtigen Kronen aus und wuchsen Früchte und Blüten. Noch immer birgt der Urwald im Grenzgebiet zwischen Mexiko und Guatemala Geheimnisse der Maya, die längst nicht alle enträtselt sind. Millionen von Indianern in Zentralamerika sind Nachfahren der Maya. Die Sprachen, in denen sie reden, gehen zurück auf die 3000 Jahre alte Sprache dieses Volkes. Sein Lebensstandard und seine Kultur verblüfften die spanischen Eroberer. Die Maya-Städte, auf die die Spanier stießen, verglichen sie mit der Pracht Sevillas. Getrieben von ihrer Gier nach Schätzen und Gold, vernichteten sie die reiche Kultur dieser Ureinwohner. Seit die Spanier das Land eroberten, haben die Maya immer wieder erfahren müssen, was es heißt, unter dem Joch fremder Herrschaft zu leben. Noch in jüngster Zeit wurde rund 1 Million von ihnen aus Guatemala vertrieben. Aus den Bergen von Quiché vor allem. Viele dieser Vertriebenen leben seit 10 Jahren in Lagern in der Provinz Chiapas, im Süden Mexikos. Wir leben als Flüchtlinge im Lager Gloria 2. Ich bin Alejandro. Zu Hause sind wir 5 Kinder. Das sind die Freundinnen, die meine Schwester Eulalia zur Schule abholen. Die anderen Geschwister spielen hier irgendwo im Lager. Fußball vielleicht oder mit dem Kreisel. Heute gehe ich mit meinem Vater aufs Feld. Später, wenn wir dann fertig sind, gehe ich in die Schule. Alejandro und sein Vater José Miguel ziehen zusammen mit anderen Männern aus dem Lager aufs Feld. Das hat eine lange Tradition. Die Vorfahren der Maya bestellten schon vor 3000 Jahren die Felder gemeinsam. Für ihre Kinder haben die Eltern in Gloria 2 eine Lagerschule eingerichtet. In der Geschichtsstunde erzählt der Lehrer Pascual Sebastian den Kindern von ihren Vorfahren, den Maya, und den Schülern Eulalia, Alejandros ältere Schwester. Als die Spanier in unser Land eindrangen, da zwangen sie unsere Ahnen, Spanisch zu sprechen. Sie behaupteten einfach, die Jahrtausende alte Sprache der Maya, die wir untereinander noch heute sprechen, sei nichts wert. Merkt euch das gut. Que dirigían a estos grupos, los agarraban y los vestían a español,
que ese traje que no servía, lo que ellos tenían, el traje de los indígenas, sí, al estilo español. Aber das war noch nicht alles. Auch die Kleidung, die unsere Vorfahren damals trugen, wurde ihnen verboten. Sie zwangen die Maya, sich wie Europäer zu kleiden. Que si hablara el español. A ver, Juana, ¿estás escuchando? Que se iba a hablar el español. Que todos los indígenas tenían que hablar español y que se cambiaran de trajes. Die Sonne brennt auf das Feld, wo Alejandro den Männern bei der Arbeit hilft. Zeit der Aussaat für den Mais. Täglich rechnen die Männer damit, dass die großen Regen beginnen. Siempre estamos trabajando unidos con un trabajo socio para que nosotros lo aprovechamos los trabajos así juntamente. Wir gehen immer zusammen aufs Feld. Die Arbeit machen wir gemeinsam. Und so, wie wir uns die Arbeit teilen, so teilen wir uns nach der Ernte auch die Früchte unserer Mühen. Jede Familie soll gleich viel bekommen. Keiner mehr, keiner weniger. No solo uno lo tocan y más y uno lo toca menos. Es una repartición así parejito. Para que toda la familia se aproveche, pues, nuestro trabajo de padre de familia. Siempre hay partes duras así y hay partes buenas, pues, pero no es de nosotros. Überall gibt es schlechte Böden, so wie diesen hier, und gute. Über die Mauer. Es war nur in Guatemala so. Hier in Mexiko ist anders. Die guten Böden müssen Großgrundbesitzer. Uns haben sie diese trockenen und unfriedensartigen. Pues, algo así, una vida. Pura luchas, pura. Wir auch hier hart arbeiten und um unser Überleben kämpfen. Aber nach allem, was wir mitnehmen, haben wir keine andere Wahl. Stöcke, mit denen die Männer den Mais säen, benutzen die Maya. Das haben wir in Guatemala este siempre nosotros como por parte no quieren morir nuestros. Als wir aus unseren Dörfern aus Guatemala fliehen mussten, da machte sich jede Familie allein auf den Weg. Die einen hier lang, die anderen dort lang. Und wir mussten alles zurücklassen. Unsere Kleider, unsere Werkzeuge, alles. Unsere Häuser haben die Soldaten verbrannt. Nos salimos directamente, así simplemente no hay nada que trajimos. Todas las casas lo quemaron. Murieron mucha gente en Guatemala. Los niños. Viele sind in Guatemala gestorben in den letzten Jahren. Selbst Kinder, so alt wie mein Sohn Alejandro, haben sie umgebracht. Die Soldaten haben sie erschossen, ihnen mit Macheten die Köpfe abgeschlagen oder sie gesteinigt. Genauso haben sie es mit schwangeren Frauen und alten Leuten gemacht. Viudas, jóvenes, la mayor parte. Das Militär kam, um Kommunisten zu bekämpfen. José Miguel und seine Nachbarn hatten sich in einer Landarbeitergewerkschaft zusammengeschlossen, um die harte Arbeit auf den Plantagen der großen Landbesitzer erträglicher zu machen
und dafür einen gerechten Lohn zu... Das ist eine alte Erfahrung, die die Indianer immer wieder machen mussten. Mit derselben Grausamkeit schlachteten die spanischen Eroberer die Maya zu Tausenden ab. Die Spanier gingen in den Ortschaften umher, trafen diese armen Leute nebst Weib und Kind in ihren Berufsgeschäften an und bohrten und hieben sie ohne alle Umstände nieder. Es war ein Jammer, wenn man mit ansehen musste, wie sie an den Pfählen aufgespießt wurden, besonders Weiber nebst ihren Kindern. Alles, was nicht fliehen konnte, ward niedergemacht. Das schrieb der spanische Dominikanermönch Bartolomé de las Casas an den König in Madrid. Las Casas, der später Bischof von Chiapas im Süden Mexikos wurde, war der Erste, der das Morden und die Gräuel der spanischen Eroberer anprangerte. Die handelten guten Gewissens. Schließlich waren die Indianer Ungläubige, die bekehrt werden mussten. Sie sollten vor allem die Jungfrau Maria und die Heiligen verehren und nicht länger den Gott der Maispflanze. Deshalb verbrannten die Spanier die alten Aufzeichnungen der Maya als Werke des Teufels, zerschlugen die Bilder ihrer Götter und zerstörten ihre Tempel. Prachtvoll ausgestattete Kirchen sollten den Indianern die Macht des Christengottes vor Augen führen. Heute sind viele dieser alten Gotteshäuser Touristenattraktionen. Und die Indianer aus den Bergen von Chiapas machen sie zu Märkten, auf denen sie ihre Waren anbieten. Handgewebte Stoffe und Bänder, Ledertaschen und Gürtel. Auch sie stammen von den Maya ab. Und vielleicht überlebten ihre Vorfahren den Völkermord der Spanier nur, weil Bartolomé de las Casas sich für sie einsetzte. Seinen Landsleuten flößte der Bischof Angst ein, als er sich weigerte, den Herren von indianischen Sklaven die Beichte abzunehmen. Zu Ehren des Dominikaners wurde die von den Spaniern gegründete Stadt, in der Las Casas 2 Jahre lang Bischof war, San Cristóbal de las Casas genannt. San Cristóbal de las Casas gehört zu den ältesten Kolonialstädten in Lateinamerika. Die engen Straßen, die vielen Kirchen, die zentrale Plaza Mayor mit ihren Arkaden. Wie alle Kolonialstädte wurde auch San Cristóbal nach spanischem Vorbild gebaut. In allen Lebensbereichen drückten die Eroberer dem Kontinent Amerika ihren Stempel auf. Wie in den Tagen des spanischen Stadtgründers Diego de Masariego ist San Cristóbal heute Zentrum für die indianische Bevölkerung aus der Umgebung. Hier kaufen sie ein und hier verkaufen sie ihre Waren, bevor sie wieder in ihre Hütten in den Bergen zurückgehen. Knapp 2 Stunden sind es mit dem Auto von San Cristóbal de las Casas in das Lager Gloria II. Hier muss sich heute der Nachfolger von Bischof Las Casas um 700 Flüchtlinge aus Guatemala kümmern. Sie warten darauf, dass sie in das Hochland von Quiché und in die Berge von Huehuetenango zurückkehren können. Sie warten schon seit 10 Jahren. Es ist nicht mehr als recht, dass wir weiterhin leben, wo es uns gefällt, wo wir einmal sterben möchten. An einem anderen Ort können wir nie wieder als ganzes Volk erstehen.
und unser Schmerz wäre ewig. So heißt es im Popol Vuh, der Heiligen Schrift der Maya. Einmal in der Woche treffen sich die Frauen der Gruppe Mama Makin im Backhaus von Gloria 2. Wie die Männer zusammen auf den Feldern arbeiten, backen sie gemeinsam für alle Familien des Lagers das Brot. Eine Tradition der Maya, die weiterlebt. Die Backzutaten müssen wie alle Lebensmittel mit Maultieren oder einmal pro Woche mit einem Lastwagen aus den weit entfernten Städten Comitán oder San Cristóbal geholt werden. Wie die meisten Flüchtlingslager im Süden Mexikos wurde auch Gloria 2 angelegt, wo gerade Platz war. Weit ab vom nächsten Markt, ohne Kanalisation und ohne Wasserleitung. Wasser holen die Frauen aus einem fast versiegten Brunnen weit ab vom Lager. Wasser holen ist Frauensache, auch bei der Familie Angel. Maria, die Mutter, und Eulalia, die älteste Tochter, haben sich auf den Weg gemacht, weil der Tankwagen, der das Lager mit Wasser versorgen soll, mal wieder nicht gekommen ist. Neben die Hütten zum Kochen und zum Schlafen hat José Miguel sich aus Lehm eine kleine Badehütte gebaut, sein Temazcal. Vor knapp 500 Jahren notierte der spanische Bischof Diego de Landa, der die Eroberer im Lande der Maya begleitete: Der Bauer kehrt am frühen Nachmittag vom Feld zurück und geht ins Dampfbad. Nach der staubigen Feldarbeit reinigt der schweißtreibende Dampf und die aromatischen Eukalyptuszweige erfrischen Körper und Seele. Dampfbäder wurden auch in den Ruinen der alten Maya-Städte gefunden. Die Leute von Gloria 2 mögen zu einem armseligen Leben gezwungen sein. An ihren Traditionen versuchen sie festzuhalten. Thank you.
Hauptnahrung bei den Maya war und ist bis heute der Mais. Maria zerquetscht und zerreibt die geschälten Maiskörner auf dem Mahlstein zu einem Brei. Genauso wie das die Maya-Frauen seit 3000 Jahren tun. Aus diesem zähen Maisbrei macht sie dünne Fladen, die Tortillas, die mit allem und zu allem gegessen werden. Frisch vom heißen Blech schmecken sie am besten. Im Popol Vuh, der Heiligen Schrift, wird erzählt, dass die Maya aus Mais erschaffen wurden. Darauf geschah die Schöpfung und Formung. Aus Erde, aus Lehm machten sie des Menschen Fleisch. Aber es war zu weich, es war ohne Bewegung und ohne Kraft. Und sogleich wurden Wesen aus Holz geschaffen. Aber die hatten keine Seele, keinen Verstand. Und die Götter überlegten weiterhin die Schöpfung und Formung unserer ersten Mutter und unseres ersten Vaters. Aus gelbem und weißem Mais machten sie sein Fleisch. Aus Maisbrei machten sie Arme und Beine. Allein Mais trat in das Fleisch unserer Ahnen. Die Maya sind aus Mais gemacht und sie werden nach ihrem Tod als Mais wieder auferstehen. Das sagt dieses Relief im Maistempel der Maya-Stadt Palenque. Die Maya, die in Palenque vor mehr als 2000 Jahren wohnten, hatten eine reich entfaltete Bilderschrift. Lange vor den Europäern lebten sie nach einem genauen Kalender. Und wie die Christen besaßen sie biblische Bücher, das Popol Vuh und den Chilam Balam, das Alte und das Neue Testament. Die Konquistadoren aus Europa aber mussten lange darüber nachdenken, ob die Einwohner der neuen Welt überhaupt eine Seele hätten. Und die Nachfahren der Eroberer verachten die Indianer noch heute. In Guatemala behandeln sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung als Menschen zweiter Klasse. Dennoch wollen die Flüchtlinge im Lager Gloria II zurück in dieses Land, in ihr Land. In diesen Tagen bereiten sich die Familien hier im Lager auf eine gemeinsame Rückkehr in die Heimat vor. Nach 10 Jahren Leben als Flüchtlinge, fast ohne Wasser, fast ohne Brennholz und mit Feldern, auf denen wir kaum arbeiten können, wollen wir Guatemalteken jetzt nach Guatemala zurückkehren. Samstagnachmittag im Lager Gloria II. Das Gespräch über die gemeinsame Rückkehr ist zu Ende und die Männer haben die Marimba und den alten Bass aus der Versammlungshütte geholt. Die Musik lockt mehr und mehr Leute auf den Platz zwischen den Hütten. An diesem Nachmittag spielt nicht nur die Gruppe aus dem Lager auf, sondern auch Maya Hon.
Mayahon, das ist Maya-Sprache und heißt Wir sind Maya. Die Musik- und Tanzgruppe will die Leute nicht nur unterhalten. Sie will, dass die Flüchtlinge weit ab von ihren Dorfgemeinschaften daheim ihre Musik, ihre Tänze und die alten Überlieferungen nicht vergessen. Die Mitglieder von Mayahon sind selbst Flüchtlinge und leben in Camps wie Gloria 2. Sie wissen, wie schnell bei dem harten und armseligen Dasein im Lager die eigene, von den Vorfahren übernommene Art zu leben, verloren geht. Das letzte Lied an diesem Abend erzählt von den vielen Kindern in Guatemala, deren Familien zerstört wurden, die auf der Straße leben und für sich selbst sorgen müssen. ¿Qué puedo hacer con 10